Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft und wir haben einen Besucher, seht ihr ihn? Da ist er, gerade eben hat er mich noch direkt angesehen, also uns, aber dann hat er sich leider umgedreht, als ich Hallo gesagt, kurz bevor ich Hallo gesagt habe, das war leider ziemlich blöd. Naja, auf jeden Fall sind jetzt ein paar Gegner, oh, jetzt ist er weg. Da ist er. So, weg ist der. Ein paar Gegner sind hier noch. Ich glaube, das kriegt jetzt trotzdem die Spitzhacke. Ganz schnell. So, und schnell wieder rein. Drin sind wir sicher. Da liegen Pfeile. Ich mag Pfeile. So, was machen wir heute? Ich weiß es noch nicht. Wir werden wieder auf die To-Do-Liste sehen. 1.14 ist leider noch nicht veröffentlicht worden, aber die Version 6 ist mittlerweile draußen. Es wird hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern. Bis, keine Ahnung, vielleicht hat er wirklich Probleme mit dieser neuen Leuchtengine. Keine Ahnung, woran es liegt. Naja. Oh. Das wollte ich jetzt so nicht. Die Monster sind bestimmt alle hier unten. Die gehen mir auf die Nerven. Gerade ein bisschen. Also. So, okay. Der brennt immer noch. Oh nein, das ist der Pfeil. Wow. Das ist ein bisschen blöd gerade. So. Das war ein bisschen blöd gerade. Ich dachte, hatte er keinen Rückstoß oder was? Hm. Ich glaube, ich esse mal was. Oh. Plötzlich ist das hier viel leiser. Nein. Kitty. Ah. Die teleportiert sich gleich zu uns. Hoffe ich. Da ist sie. Die Hunde sind noch alle da. Komm, Kitty. Die anderen sind noch alle da. Na, hock dich wieder hin. Hock dich wieder hin. Hallo? Sissy? Die wollen nicht mehr. So. Komm her. So. Runter. Willst du jetzt aufs Bett? So. Da geht irgendwie nichts mehr. Mit denen. Wo ist Kitty hin? Kitty? Da ist Kitty. So. Komm hierher, Kitty. Gut, und jetzt hier hoch. So, und jetzt hier rüber. Warum kann ich die nicht mehr... Muss ich sie jetzt erst vom Bett runterkriegen oder was? Ah, Tatsache. Hm?
Nein, Kitty, du sollst unten bleiben. So, jetzt darfst du rauf. So, dafür kommst du jetzt runter. So. Jetzt sitzen sie wieder alle. Nix, Mau. So. Okay, passt. Gut, dann hätten wir das auch. Dann wollte ich noch was fürs... Jetzt habe ich sowieso wieder ein bisschen Fleisch. Ich wollte noch etwas für den Ofen holen. So. So, erstmal essen wir wieder was. Und dann kommt ein bisschen Erfahrungspunkte, kommen ein paar Erfahrungspunkte in die Spitzhacke. Sehr schön. Dann kommt das runter. Wir haben schon ziemlich viel Netherziegel, das gefällt mir. Aber wir haben noch weitaus mehr Netherrack. Halt, nein. Da wollte ich ja. Oh, jetzt bedacht. Vielleicht gehen wir vorher noch schnell schlafen. Ich kann nur nachts schlafen. Wie spät ist es denn? Ah, eigentlich müsste ich schlafen können. Ja, jetzt geht's. So. Also, was machen wir heute? Wir haben eine Höhlentour, ein Pilzhaus, Tempelberg, Leuchtturm, Försterei oder etwas Neues. Mal sehen, was es wird. Der Zufall entscheidet, es wird die 2, das Pilzhaus. So. Okay, gut. Dann brauche ich jetzt folgende Sachen. Ich müsste eigentlich alles bis auf... wobei, ich habe vielleicht sogar alles noch beim Pilzhaus. Erstmal hinfahren und nachsehen, wo wir waren. Nein. Was wir alles vor Ort haben, denn ein paar Sachen gibt es, die bräuchte ich noch. Und... ich weiß nicht, ob wir die vor Ort haben. Deswegen sehe ich jetzt erstmal nach, was wir alles da haben. Und ich sehe auch nach, wo wir geblieben sind. Und dann machen wir was. Ein Creeper. So. Vielleicht sind wir da. Vielleicht müsste es auftauchen. Da taucht es auf. Unser Pilzhaus. So. Hoch mit uns. Irgendwann muss ich hier auch endlich mal diese Anlegestelle machen. Und den Weg runter zum Dorf ja auch noch. So, also das Pilzhaus wird noch etwas länger dauern. Wir das mal fertig haben. Jetzt muss ich erstmal hier... Wow! Mann, hau ab! So. Wo ist die Spinne hin? Ah, hier. Ich höre noch ein Skelett. Ich sehe noch ein Skelett. So. Wo sind die Erfahrungspunkte jetzt hin? Das gibt's doch nicht. Die müssen doch hier irgendwo sein. Hä? Ah, hier.
So, jetzt geht's der Spitzhacke schon viel besser. Und wenn es dann der Spitzhacke mal besser geht, können wir uns dann an die Schaufel machen. Und dann können wir uns an die Axt machen und dann an... Nein, vor der Axt noch der Bogen. Dann die Axt. So, ich wollte nachsehen, was wir hier alles drin haben. Oh, ich habe sogar Birkenholz da. Ja, geil. Ich habe sogar Birkenholzstufen da. Geil. Aber ich habe keine Birkenholztreppen da. Schade. Müssen wir uns welche machen. So, ist das noch alles da? Okay. Na gut, dann sehen wir mal, wo wir geblieben sind. Wir waren ja hier. Hat mir schon alles fertig. Übrigens, ich habe die Selandria hat einen Vorschlag für diesen Raum hier gemacht. Der hat mir sehr gut gefallen. Leider war er zu groß und für diesen Raum und ist aufgrund des Platzes, den wir hier zur Verfügung haben, nicht umsetzbar. Eine Art Billardspiel war das, glaube ich, oder sowas. Aber hier passt halt leider kein Billardtisch rein. zumindest, wie groß soll das sein? 1x3? Das ist halt ein bisschen blöd. Leider. Aber so ist eine Art. Das hätte ich gerne gehabt. Nur eben, wenn ihr vielleicht einen Vorschlag habt, der ein bisschen kleiner wäre, der hier reinpasst. Das wäre super. Achso, ja, stimmt. Diese Landerin, die rennt ja hier... Nein, nicht hier. Die rennt ja hier oben herum. Sie ist nicht hier. Okay, Ist sie doch hier? Ja. Hallo, Selandria. Sie genießt die Aussicht. So, ich höre einen Zombie. Den werde ich mal eben schnell los. Hä, wo ist der? Über uns? Über uns. Wie wurde der? Ist der hier erschienen? Hier oder was? Oh, tatsächlich, hier können Monster spawnen. Das ist ein bisschen blöd. Also ich bräuchte hier irgendwie Licht. Vielleicht mache ich hier irgendwo noch eine Lampe hin oder so. Das wäre schon toll. Oh, ich weiß, wir können hier noch ein... Ach, das war Selandria. Wir können hier noch ein paar Glowstones hinlegen. Okay, also dann hole ich mir ein paar Glowstones. Ah, Moment mal, ich brauche sowieso noch Glowstones, oder? Für hier? Okay, das heißt, wir brauchen Glowstones. Und hier waren wir, glaube ich, fertig. Und dann müssten wir nur noch das hier machen. Das war ja die VIP-Suite, oder wie ich die genannt hatte. Okay, wir machen jetzt erstmal was anderes. Bevor wir die VIP-Suite machen, würde ich gerne den Rest erstmal fertig machen. Das heißt, das mit dem Leuchtstein. Wir haben ja jetzt welchen wieder. Und dafür würde ich gerne noch was anderes machen. Nämlich, das sehen wir gleich. Es hat sich wieder jemand gemeldet. Der hier einziehen wollen würde. Und den lassen wir jetzt hier einziehen. Ich finde das richtig toll, dass wir jetzt gerade die ganze Zeit Erfahrungspunkte bekommen. Und zwar brauchen wir dafür... Haben wir noch entrinnetes Holz? Wir haben hier Schwarzeichenholz. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall Birkenholz. Wir haben noch Blumentöpfe, wir haben noch weißen Teppich. Okay, also wir bräuchten Birkenholztreppen noch. Hab ich hier kein entrinnetes Holz mehr? Egal, dann nehme ich auch einen entrinneten Birkenholzstamm her. Dann gehen wir das mal eben holen. Dann gehen wir auch den Leuchtstein holen.
Leuchtsturm. Und dann holen wir jetzt auch gleich noch das Namensschild. Für den NPC, der dann bei... Wow. Der dann bei... Toll, jetzt war ich trotzdem runter. Der dann bei uns sein darf. Irgendwie ist das asynchron. Jetzt ist es synchron. War ganz schön seltsam. So, da ist wieder der Creeper. Und weg. So, was wir jetzt brauchen. Also ich finde es echt toll. Das Pilzhaus ist fast fertig. Es fehlt eigentlich nur noch diese Kleinigkeiten eben, die wir jetzt noch machen. Die schaffen wir heute noch. Und dann diese VIP-Suite. Die schaffen wir heute auch noch. Bin ich zuversichtlich. Und dann, entweder machen wir dann mit dem Keller weiter oder mit dem Strand. Und ich glaube, ich würde dann erstmal mit dem Strand weitermachen wollen. So. Pfeile. Erstmal ein bisschen aufräumen. Zack, zack. Gut, dann brauchen wir jetzt Birkenholz. Wir haben hier Birkenstämme. Sehr gut. Wir haben Birkenholztreppen. Sehr gut. Wir nehmen auch noch ein wir nehmen auch davon noch ein bisschen mit. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Leuchtsteine. Müssten hier sein. Ja, 36 sollten reichen. Und ein Namensschild. Ein Namensschild. Es wird dunkel. Gehen wir schlafen. Noch können wir nicht schlafen. Jetzt müssen wir schlafen können. Wenn wir mal nicht die Katze erwischen. Welche war das? Kitty. So, und jetzt zum Amboss. Denn der Zuschauer, der sich gemeldet hat, hat natürlich auch einen Namen, der hier einzieht. Also der hier arbeiten möchte, der will auch in eines dieser kleinen Büroräumchen. Und er heißt, muss ich nachsehen, ich habe es mir aufgeschrieben, Rabenkind. Habe ich schon richtig aufgeschrieben, oder? Ja. So. Sicherheitshalber nochmal kontrollieren, nicht, dass ich den Namen falsch schreibe und dann wäre das ein bisschen blöd. Natürlich könnte ich den Namen auch falsch abgeschrieben haben auf dem Papier, aber das ist dann natürlich Pech. Wobei ich das aber auch kontrolliere. Ich schreibe den auf und dann kontrolliere ich, ob ich ihn richtig geschrieben habe und dann bin ich eigentlich zufrieden damit. Von dem her bezweifle ich doch sehr stark, dass der Name falsch geschrieben ist. Falls doch, tut es mir leid. Schreib es einfach. Mach mich darauf aufmerksam. So, und er wollte gerne auch eben eines dieser kleinen Büroräumchen haben. Aber mit Birkenholz eben. Statt Schwarzeichenholz. Also kriegt er das. Ist doch einer unter uns, oder? Ja. So. Aber das ist egal. Der war nur gerade so praktisch, dass wir sie mit dem Boot haben holen können.